Ja, hoho, hier wieder beim Koali und beim Lestrak Dark in der Secret World. Und der Lestrak und die Eukalypter machen Urlaub in Ägypten. Obwohl, Moment, es ist gar nicht der Lestrak, es ist der Malael. Wie kommt das denn? Naja, der andere schafft es einfach nicht, den Boss zu besiegen. Tja. Also habe ich mit Malael jetzt Equip gekauft, das auf dem Stand ist von unserem. Und von diesem Spielprinzip hier in dem MMO ist es ja so, dass ich jetzt auch von der Stärke her auf dem Stand bin. Genau, weil in der Secret World ist man ja nicht mit den Erfahrungspunkten so weit nach oben. Also das ist eigentlich relativ egal mit den Erfahrungspunkten. Das Equip macht, glaube ich, viel aus, ne? Und zeigt die eigentliche Stufe des Charakters, ne? Ja, das ist absolut richtig. Und der Einzige, wo ich vielleicht etwas im Vorteil bin, ist, dass ich eine breitere Auswahl an Skills habe. Ja, das stimmt. Und irgendwann kann in der Secret World ja auch jeder alles. Das ist eigentlich ganz nett, ne? Wie der Gürfalken. Ja. Der hat schon alles freigeschaltet. Ja. Aber du hast ja außerdem noch so einen Flammenwerfer, den kriegt man eigentlich erst später irgendwann, ne? Das heißt ja, Transsilvanien. Das nächste, das Gebiet, wenn wir mit Ägypten komplett durch sind, dann. Das heißt, wir benutzen den jetzt auch nicht. Bis wir dahin kommen. Einmal, damit die Leute ihn sehen. Na gut, weil wir in den Ferien sind. Angeber. Okay, ja. Wir müssen hier eine Delegation des Rats von Venedig finden erstmal, weil ich habe ja hier, wir müssten eigentlich nochmal zurück nach hier die Nebenmission nochmal machen hier, das Versteckspiel. Das haben wir hier noch offen. Willst du das noch machen? Ja, wenn ich die noch in der Leiste habe, dann muss ich die eigentlich nochmal machen. Verdammt, jetzt müssen wir doch nochmal zurück. Jetzt sind wir hier gerade im Urlaub. Ne? Und dann müssen wir doch nochmal zurück. Naja, gut. Zurück nach Agatha. Und das bei meinen Ladezeiten. Ach ja. Ich gehe vor und du kannst dich ja einfach dann dahin teleportieren. Das geht dann, glaube ich, schneller als nur eine Ladezeit. Ja. Ich hoffe. Ja, das für eine Ladezeit heißt es. Jetzt folg mir nicht nach Agatha, dann hast du ja doch wieder mehr. Ja, ich warte ja hier vor. Ach so, dann. Ich hasse es, unerledigte Aufgaben zu haben, ne? Oh, dann solltest du nicht den Questlog von Malael sehen. Ja, in der Tat. Okay, ich habe noch eine Nebenquest, aber trotzdem. So, hier sein, das ist auch nicht. Jetzt verlaufe ich mich hier wieder, pass auf. Wie das? Du musst doch nur ein nach rechts gehen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt über das Wissen. Ich komme aber nicht dran, weil ich immer wieder weiter teleportiert werde hier. Ja, den Orientierungssinn hatte ich nicht mitberechnet. Vielleicht wäre es so doch schneller gegangen. Ja, mein Orientierungssinn ist mega gut. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber irgendwann werde ich hoffentlich da ankommen, wo ich hin will. Ich glaube, ich bin gerade vor der Tür von Transsilvanien. Da. Mit den tollen Vampiren. Lost in Agatha 2. Oh, ja, das war eine gute Folge. Eine richtig gute. Ich laufe jetzt einfach immer geradeaus und hoffe, dass ich irgendwann da ankomme, wo ich hin will. Vor allem kann ich mich jetzt gerade gar nicht bewegen. Das ist ein bisschen spooky. Ja, kann ich noch vorziehen. Hallo, ich würde mich gerne bewegen. Also, wenn das mit meinem Computer jetzt bald klappt, ne? Und das mit dem Router endlich die Verlegung da geklappt hat. Ja. Dann würde ich mir echt, echt gerne das mal auf einer höheren Grafik als niedrig angucken. Das Spiel. Ja. Okay. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin soll.
Ich werde nie wieder nach Hause finden. Bin schon wieder an Wissen vorbeigelaufen. Das tut dir richtig in der Seele weh, kann das sein? Ja. So, was haben wir denn hier? Ach, schon wieder irgendwelche Transylvanien. Ich bin ja eben schon vorbeigelaufen. Sorry, jetzt bin ich gemeint von mir, aber das ist einfach zu gut manchmal. Warum gibt's kein. Kann man sich irgendwie porten zum Eingang von Agatha? Ja, indem du zum Beispiel runterspringst. Ja. Aber ich bin jetzt gleich bei Blue Mountain. Ich spring mal runter. What? Tatsache. Sehr gut. So. Das wir müssen das Agatha-Portal in Blue Mountain besucht haben, um es zum Reisen zu benutzen. Ich war noch nie da beim Agatha-Portal. Anscheinend. Dinge gibt. Kannst du mal sehen. Dann breche ich einfach durch. Da ist er. Hallo. Siehst du, ich bin da schon mal durchgelaufen. Ja, ja. Aber wenn das Problem jetzt nicht gewesen wäre, wäre ich vor dir da gewesen, wahrscheinlich. Ach was! Ach was! Oh, hallo. What the fuck? Ich bin nicht so ein Lusche wie der Lestrak. Ich bin Endgame. Auch wenn ich das hier jetzt trage, weißt du, Süße? Ja, ich muss ja punkten mit dem, was ich kann, ne? Ja. Oder nein, wer weiß. So. Einmal, wo müssen wir denn da hin für diese Quest? Ach ja, in dieses Teil da rein, ne? So. Dann porte er sich mal zu mir. Ja. Ins Casino. Tim, 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 Malal möchte ihn treffen. Ja, 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 okay. Ist schon klar. Natürlich. Ist ein bisschen kalt hier, beeil dich. Oh, ich habe mich schon umgezogen. Ich habe einfach nur schnell eine Uniform übergeworfen. Das ist eine gute Idee, warte mal. Garderobe. Uniform. Anziehen. So. Ja, ich habe zum Glück genug Auswahl. Den inneren Kreis habe ich ja schon von allem. Ich habe, glaube ich, nur zwei Uniformen mit. Habe ich nur zwei? Was sah gerade so aus? Ja, ich habe nur erstes und zweites Muster. Ja. Ja, sobald du anfängst, die inneren Kreise voll zu machen, kommen die ganzen von selber. Ich habe schon ein paar innere Kreise voll, so ist es ja nicht. Aber es gibt ja keine Uniform. Doch, weil die inneren, wenn du die inneren Kreise voll hast. Und es gibt nur Jacken. Ja, bei einem inneren Kreis. Aber bei zwei inneren Kreisen hast du meistens die Kombination, die du für so eine vorgeschriebene Klasse brauchst. Habe ich nicht. Hast du sie denn auch schon versucht zu beanspruchen? Nein. Okay. Musst du halt machen. Jetzt mal gucken, wie das geht. Wie kann man das denn? Ah, hier. Okay. Champion. Einzelgänger. Käfigmeister. Okay, keine Ahnung. Ich hab nix, immer noch nix, aber gut. Weiter. Zur Baustelle. Ding, ding. Wo geht's denn hier rein? Kannst du die Quest denn einmal schnell teilen? Wie auch immer das geht. Du klickst auf die Quest, dann öffnet sich so ein großer Bildschirm und dann ist da so ein ganz kleines Symbol mit zwei Leutchen nebeneinander stehend. Ah.
Okay. Heißt der? Warte. Ja. Oh, ich muss die Nachricht lesen. Na dann los. Nein, die ist ja bei denen da hinten. Dann machen wir einfach schnell. Okay. Hier sind auch noch Missionen. Schutzzauberstein. Oh nein, das sind die Albtraummissionen, ja. Die sind noch nichts für die kleinen Eukalypter. Eigentlich müsste ich doch hier mit dem Skateboard relativ einfach durchkommen. Ah ja, da könntest du gute Chancen haben. Dann darf ich nur nicht mit der Uniform hier anziehen, weil das Skateboard hat nämlich einen Bug. Dann ist die Eukalypter gleich nackig. Screenshot-Taste ist schon ganz bereit, um gedrückt zu werden. Tim, 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 Tim. Wo ist denn hier Zeug? Aua, ich werde angegriffen. Uah! Tank, tankt. Och, die haben ja nur 3000 Leben. Aber die machen wahrscheinlich Schaden ohne Ende, wa? Oh, gut eigentlich. Ah, oh, ich habe ja auch ein AE-Geschild noch an, sehe ich gerade. Kann man das an- und ausmachen? Das ist immer an. Oh, jetzt geht einer auf mich. Nein, nicht auf mich. Geh weg. So viel Schaden hat er gar nicht gemacht. Oh, ne? War aber doch keine Billigware, was ich gekauft habe. Billigware? Ja, was ich habe doch das Equip, das ich gerade habe, alles gekauft. Schnell. Ach so, ja. Nur die Waffen hatte ich ja. Stimmt, du bist ja noch nicht mal Drache, ne? Nein, ich bin Templer. Pfui. Wir arbeiten noch zusammen für den kulturellen Austausch der Geheimorganisation. Ach so, na gut. Dann lasse ich dir das mal durchgehen. Wo ist denn hier Zeug? Zeug? In der unteren Etage. Bah, hier ist auf jeden Fall Gegner. Ich sag's ja, du solltest Tank sein. Und deine ganze Community, alle die die Folge gucken, sind ja meine Zeugen. Ich hab's oft genug gesagt, du solltest bei deinen Pull-Fähigkeiten Tank sein. Die ganzen zwei? Ja, die ganzen zwei. Inklusive dir. Ja, ich komme ja auch nicht immer dazu, jede anzusehen. Siehst du mal. Ist ja auch langweilig, du kennst ja schon alles. Ja, das ist das Problem. Obwohl ich immer wieder mal gerne die erste Instanz, in der wir waren, gucke. Ich glaube, ich sollte dich mal als Defensivziel auswählen. Boah, mir reicht jetzt. Fummler, Schummler. Ich habe nicht geschummelt, das war ein Bug. Ja, ja. Irgendwie ist die Anzeige verbuggt. Ich sehe meine Ressourcen nicht auf den Köpfen von den Viechern. Muss ich mal wieder woanders hingucken. Was haben wir denn hier? Müll und QS10. QS10. Siegel des Hasses. Was auch immer es ist. Später hast du auch noch Siegelslots an Gegenständen. Ja, später. Dann kannst du denen halt noch Spezialeffekte geben. Aber die ganzen Sachen hatte ich letztes Mal auch hier unten gefunden. Unten, ne? Ja. Na gut, dann. Und ah, hier ist Zeug. Ja, und tu mir bitte den Gefallen und achte bitte mal, wo du hinläufst. Nein, warum? Ich hab doch jetzt hier so einen Endgame-Charakter bei mir mal hier. Ja, aber er ist am gleichen Stand wie du. Der kann das ab. Okay. Der hat einen Heiler bei sich. Ja, okay. Das stimmt. Und hat ein EG-Schild an, was er eigentlich nicht haben dürfte. Und einen Flammenwerfer, den er eigentlich nicht haben dürfte. Das EG-Schild macht nur was, wenn die auch EG-Schaden machen.
Was auch immer das ist, aber ja. So, hier läuft so ein dicker Golem rum. Ich klicke den mal an, guck mal. Och, der hat nur 71.000 Leben, das schaffst du doch, oder? Ist das jetzt dein Ernst? I'm joking. Ich versuche mich herumzuschleichen. Da ist noch einer. Also zwei schaffe ich nicht. Ich glaube, hier ist aber auch nichts von Zeug. Obwohl doch, hier ist eine Schaufel oder sowas. Gib mir das. Dann schnell weg. Ei. Kämpfst du ihn gerade? Okay, ja, weil er auf dich. Aua, er tötet wollte. Dich jetzt. Mit zwei Schlägen. Und jetzt geht er auf mich. Lauf, Eukalypter, lauf! Ah, zwei Schläge und Eukalypter ist tot. Ich habe mich geopfert, dich zu retten. Lauf! Wo ist der Ausgang? Scheiße, hier ist nicht der Ausgang. Ich kann mich doch heilen, warte. Heil dich und lauf weg! Da war was, ich war doch Heiler. die sind immer noch hinter mir her, verdammt. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Immer noch? Ach, geht weg. So. Einer ist immer noch hinter mir her. Verpiss dich. So, jetzt sind sie alle weg. Beziehungsweise bei dir. Schickes Outfit übrigens. Ach, das sind aber die Schwachen. Sehe ich gerade, das sind normale hier. Ja, man sieht dann, wie schnell sie sterben. So, wieder rein. Ich habe die Schaufel gekriegt. Die Schaufel? Ja. Die Schaufel. Aber nein, das war es auch nicht. Und vielleicht sind ja die Teile wieder respawned, die ich hier eben aufgesammelt habe. Sieht so aus, ja. So. Nur noch eine Wasserflasche und zwei potenzielle Waffen. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Frauen. Hä? Der Lesrak wieder mit seinen komischen Ansichten. Ich erinnere mich wohl nie. Woran erinnerst du dich? Ich erinnere mich an gar nichts. Ich habe gedacht, ich ändere mich wohl nie. Ach, du änderst dich wohl nie. Ja, das könnte sein. Ja, toll, das hat es jetzt ja voll gebracht hier, ey. Obwohl, hier kann man nach oben, oder? Übrigens, wenn du potenzielle Waffen willst, ne? Ja. Da am anderen Ende. Also, wenn. Da in meine Richtung, in die ich gucke. Da ist auch noch ein Truck oder sowas. Ich glaube, da sind auch noch welche. Ein Truck? Ja. Yep. Da liegen die drauf, glaube ich. Truck. Oder ich weiß nicht, aber hier am anderen Ende, da sind welche. In die Richtung, wo ich. Am anderen Ende. Ah, wo ich. Ich gehe jetzt erstmal aufs Dach. So. Habe ich jetzt beschlossen. Okay. Um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Klettern. Guck mal, hier oben ist eine Wasserflasche. Die brauche ich doch eh noch. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch Waffen. Waffen. Da hinten bei dem Bagger, oder was? Da komme ich nicht hin, da ist ein Zaun. Hier ist ein Truck mit komischem umgestürzten Zeug, aber da ist keine Waffe dran. Ach, da bist du. Nein, hier, ganz am anderen Ende. Was denn anderes Ende? Wo ist denn anderes Ende? Da sind tausend Gegner zwischen. Wozu hast du mich dabei? Außerdem kann man die umgehen.
Ich habe Angst vor denen. Okay, hab schon zwei gefunden. Zwei Waffen? Zwei potenzielle Waffen, zwei Vorschlaghammer. Wenn man die nicht als Waffen nehmen kann, dann weiß ich auch nicht. Wo sind sie denn? Hier? Liegen ah, da. Die? Ja, super. Mhm, perfekt. Und ich bin tot. Aua, ja. Und ich werde angegriffen. Nein! Heil dich. Tot. So viel zu dem Thema, du. Ich hab dich dabei. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er mich jetzt so dermaßen vergewohltätigt. Vergewohltätigt? Ja, es klingt netter als das andere Wort. Das ist richtig. Ich dachte mir, ich kann ein bisschen die Wörter verniedlichen. Mhm. Dann hören sie sich nicht mehr ganz so schlimm an. Das ist so korrekt, ja. Nicht zu dem Typen hin. Nicht zu dem Typen hin. Eine Waffe. Im Notfall hier hinten ist auch noch eine. Zwei Waffen. Die Vorräte zum Wohnwagen bringen. Ja, sofort teleportieren. Kein Risiko eingehen. Ups. Ach, die sind hier drin doch alle schwach. Skateboard. Diese Drachenuniform sieht so scheiße aus. Ich finde sie besser als die Templeruniform. Nee. No way. So, warte, jetzt die Kiste. Hier ist irgendwo eine Kiste, wo ich die reintun soll, oder? Bestimmt. Ah ne, ein ganzer Wohnwagen voll. Okay, na gut. Alles klar. Bericht senden. Alles klar. Und dann jetzt zurück nach Agatha. Jo, aber diesmal überlasse ich dir das Vorgehen und dann teleportiere ich mich zu dir. Aha. Ja. Aber gut, dass ich hier bin. Ich kann dann ja auch gleich mal schon mal nachgucken, wie viel Dings ich habe. Dings? Genau, Dings. Barren. Barren. Ah, ja. Oh, 1031. Es leicht mehr, als ich erwartet habe selber, muss ich gestehen. Angeber. Naja, ich habe auch alle möglichen Marken ja gefarmt. Und die wurden ja zusammengefasst zu den Bahnen. Also klar, dass ich da ein klein wenig mehr habe. Mhm. So, Urlaubsoutfit wieder angezogen. Stimmt, Flammenwerfer packe ich erstmal dahin. Ich kann mich mal wieder nicht bewegen. So, doch, jetzt kann ich. Okay. Oh nein, ich bin daneben gesprungen. Nein. Zum Kotzen. Wo kommt man eigentlich hin, wenn man hier lang geht? Ich probiere das jetzt aus. Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen, dahin zu gehen. Ja, gut, dann halt nicht. Ich glaube, da wolltest du zu dem Wächter oder zu den Nightmare-Instanzen. Und du musst halt erst den Goldwächter besiegen, bevor du zu den Nightmare-Instanzen kannst. Ach was, ich kann das so, ich bin Eukalypter. Okay, lass mich sehen. Ah, ich bin schon wieder daneben gesprungen, Mann! Ärgerlich. Wieso springst du denn auch? Ja, wie soll ich denn sonst da hinkommen? Laufen! Geradeaus! Bin ich da gerade Blue Mountain kommt Ägypten! Gar nicht! Doch! Nein! Das ist der Weg, den ich selber immer gegangen bin. Hüpf! Sie ist, ah, ganz knapp vorbei. Das habe ich doch eben auch geschafft, das muss doch zu schaffen sein. So, jetzt mit Anlauf. Moment. Doch, richtige, ja. Ich geh schon mal vor. Ich sag ja Lost in Agatha 2. Das ist jetzt schon Teil 3.
welchen jetzigen gefahren hier. Ich hab aus Versehen in irgendwo bin ich aus Versehen in irgendein Portal rein. Ich gar nicht rein wollte. Nicht, dass du jetzt in Venedig gelandet bist. Keine Ahnung. Aber Koali, später musst du ja für mich den Übersetzer spielen, ne? Was, Übersetzer? Ja, natürlich. Nachher sprechen die nur noch in Englisch und haben keinen Untertitel. Da musst du mir dann erklären, worum es ging. Ich bin schon wieder daneben gesprungen. Ich weiß, deswegen porte ich mich ja schon dahin. Und weil ich allen meine schönen Warten zeigen will. Hier ist Wissen. Ich habe Wissen gefunden. Na, hat sich das alles ja gelohnt. Wie kommt denn das dahin? Der Schmutz? Übrigens, Koali, bei Lost in Agatha. Ich habe es ja leider nicht ganz zu Ende gucken können. Ja. Hattest du Probleme beim Endkampf? Nein. Okay. Wieder daneben gesprungen. Weil da hatte ich Probleme. Ich habe nicht kapiert, was die von mir wollten. Und was Lost in Agatha betrifft, ich konnte nicht mal weitergucken, nachdem du ständig an diesem einen Wächter vorbeigelaufen bist und nicht verstanden hast, dass du immer wieder am Startpunkt landest, wenn du runterspringst. Ja. Da konnte ich mir irgendwie nicht mehr mit ansehen, das war zu viel für mich. Ja, ich bin halt nicht der Hellste. Der ist ja nicht böse, da kann ja passieren, aber... Wie man jetzt gerade auch merkt wahrscheinlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, ist das denn jetzt hier wirklich das nächste Tor? Nein, siehst du, das nächste Tor ist nämlich nicht. Das ist. Aber davon portest du dich direkt vor dem Eingang von Ägypten oder darf oder in die Ebene, wo es weitergeht zu Ägypten. Das nächste Tor ist irgend so ein Ding hier, wo ich draufstehe. Und jetzt habe ich zwei Wege und weiß nicht, in welche Richtung ich davon gehen soll. Ich gehe einfach mal in irgendeins. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Eingang zur verbrannten Wüste. Klingt wie eine Einladung zum Urlaub. Das klingt für dich wie eine Einladung zu einem Urlaub? Nein, tut es nicht. Geht's dir denn eigentlich schon besser? Nicht wirklich. Okay, dann schon mal eine gute Besserung von mir. Danke. Mein Handy meldet sich schon wieder. Wahrscheinlich ist es meine Freundin. Handy, stimmt, da war was. Ich sollte mal wieder WhatsApp prüfen. So einmal im Jahr sollte man das tun. So. Einmal hoch zum Eingang, damit wir auch den Maler finden, der immer noch im Ladebildschirm hängt wahrscheinlich. Ja, aber im letzten. Ja, ja. Ich sehe das schon auf der Map, ja, ja. So, und hier haben wir unsere Folge heute begonnen und hier endet auch unsere heutige Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Koali und euer... Der Schreck-Tag. Tschüss.